Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 8. Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, wir haben in der letzten Folge in diesem Esszimmersaal aufgehört, wo wir zwei Leichen gefunden haben. Und Ellie geht davon aus, dass der gute Tommy die zwei auf dem Gewissen hat. Denn einer von denen ist auf jeden Fall jemand, der dabei gewesen ist, als Joel ermordet wurde, hat sie gesagt. Und sie meinte auch, dass er die beiden aufeinander aufgespielt hat und die Sachen auf den Boden schreiben lassen hat. Und da können wir jetzt auch sehen, den Code für East17302. Das ist der Code für das Tor, was in der letzten Folge noch versperrt war. Das müssen wir jetzt aufschließen. Und ja, das Abenteuer geht weiter, Freunde. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Es macht einfach so einen Bock. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, Leute. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, das Spiel aufzunehmen. Ich will das gar nicht alles in einem Stück spielen, sondern ich finde es geil, weil so freut man sich jeden Tag aufs Neue auf das Game. So feiere ich das ab nochmal. So, klar, ich könnte das jetzt auch streamen. Einfach, zack, zwei Tage. Ich habe ja gestern gesagt, manche zocken das an einem Tag durch. Aber wie soll das gehen, wenn das Spiel 25 Stunden Spielzeit hat? Boah, bin ich wieder ausgeflippt. Aber ja, wir nehmen jetzt mal hier die Sachen mit. Und dann geht's jetzt runter mit der Dina. Oha, es regnet. Ah, oh mein Gott. Wisst ihr, in der letzten Folge, da meinte ich noch, safe geht es hier hoch. Dabei kommen wir jetzt hier runter von dieser Stelle. Es fängt an zu regnen. Du sagtest, der Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Ja. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Oh, okay. Hast du noch den Code? Geschrieben war? Ja. Okay. Dann geht's ja weiter. Ich hoffe, wir finden Tommy. Das wäre so wichtig. Resident Evil wird am Wochenende kommen, Freunde. Also da werde ich das streamen. Und danach wird es dann auf YouTube weitergehen damit. Ihr habt die Folge ja wieder komplett auseinandergenommen. Und ja, alle, die neu sind und gerade zum ersten Mal schauen, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich... Okay, jetzt geht's hier rein. Das ist die Frage. Ich hoffe, wir sind jetzt keine Infizierten. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Das ist echt so. Du solltest etwas nicht essen. Okay, da geht's nicht hoch, ne? Okay. Ja, das erinnert aber übelst auch an The Walking Dead, ne? Krank. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Dina! Nein! Das Pferd! Schnapp die andere! Verliert sie nicht! Los! Dina! Oh mein Gott, nein! Nein! Das arme Pferd, Alter! Ach du Scheiße! Ey, das arme Pferd, Mann! Habt ihr gesehen, wie das geschrien hat, das arme Pferd, ey? Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Oh mein Gott, das ist der ihr... Sie hat ihr das Gesicht aufgeschnitten. Hab nach einem Typen mit einer scheißhässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Oh mein Gott. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag.
alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, was? Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie. Wir komm, Ellie, befrei dich, befrei dich. Kurz dein bring sie alle und geh aus dem Weg. Einfach. Oh mein Gott. Dina! Befrei dich irgendwie. Wo ist Tommy? Ich hätte nicht herkommen sollen. Dina! Befrei dich, Mann! Dreieck, Dreieck! Das scheiß Glas, das scheiß Glas! Komm, mach irgendwas! Dreieck! Schneid das durch, schneid das schnell durch! Oh, was? Ich will die umbringen! Schnell, schnell, Ellie! Schnell! Komm her, schnell! Ramm dir das Messer so rein, Alter! In die Kehle, Alter! Wichser, Alter! Dieser Wichser! Verreck, verreck! Ertrink an deinem eigenen Blut! Alles gut? Jetzt schon. Ellie! Ellie! Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm! Fuck, Ellie! Oh mein Gott. Scheiße. Nimm das Gewehr. Deckung, geh aus. Wo ist Tommy? Boah, ist das krank, Alter. Ey, das arme Pferd, Alter! Ich hab sie im Visier. Du flankierst sie. Nein. Alter! Alter! Nein! Oh, hier in die Fresse, Alter! Wir brauchen schnell leben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viele hast du gesehen? Genug. Also wir müssen hier rauf. Aber es war eine heftige Falle. Aber das arme Pferd, das war nicht direkt tot, wenn es wenigstens direkt tot gewesen wäre, aber es war so am Leiden gewesen. Ja, das hat mir gerade so wehgetan, ne? Wir müssen erstmal hier alles absuchen nach Munition und so. Heilige Scheiße, ich hab gedacht, was passiert denn jetzt? Ich hab gedacht, Dina stirbt jetzt auch noch, ey. Verdammte Scheiße. Aber wie hat die sich denn gerade da befreit, frage ich mich. Okay, wir gehen weiter. Wechseln mal die Waffe. Laden mal jetzt nach. Sind da hinten welche? Okay, wir müssen aufpassen. Jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen, Alter. Also die Scheiße. Weiter! Säubert die Räume! Boah, krass, die umschreien, ne? Die am Schreien sind, das finde ich unnormal krass. Oh oh, da kommt einer. Nagel sie fest! Nagel mich doch fest, komm. Alter, das sieht so brutal aus, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Okay, wir brauchen unbedingt Munition. Munition brauchen wir. Schnell, gib mir die Munition. Oh, 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 shit, shit, shit. Dina, ich brauch Hilfe. Dina, Dina. Wo kommt die Schüsse her? Oh, oh. Stark, ey. Stark. Hammer. Alter. Oh, wie krank diese Finisher-Moves hier aussehen, Mann. Guckt euch das Wasser von der Decke an. Meine Güte, ist das krank. Hä, wie diese Animationen alles. Unnormal. Ich sehe keinen. Seht ihr irgendwo einen? Da. Ist sonst hier noch irgendwo einer? Ist das die letzte? Ich glaube, die wissen nicht, wo wir sind, ne? Komm, wir holen die jetzt.
muss ja hier irgendwo sein. Da ist sie. Okay, komm. Wir packen uns jetzt von hinten, Alter. Wo? Scheiße, nicht gut. Packe ich mir jetzt von hinten, ey. Du mieses Schwein. Hä? Ja, was guckst du so um die Ecke, hä? Hier. Wow, verreck. Verreck. Alter, krank. Also auch die Geräusche und sowas, das ist so realistisch gemacht, ey. Man denkt echt, man müssen wirklich Menschen hier umbringen, das ist krank. Alles okay? Aber immer noch Pumpgun. Nein. Lass uns erstmal ein bisschen looten hier, würde ich sagen. Wenn wir was finden. Oh mein Gott, das arme Pferd, Alter, das hat mir so leid getan gerade. Guck mal, wie Ellie am Atmen ist. Hört ihr das? Man merkt richtig diesen Atem. Oh mein Gott. Alter, ich dachte, das wäre gerade ein Gegner. Ich bin erschrocken. Ist das Mozart? Was war das? Eine Schule hier oder was war das? Sieht unnormal aus wie eine Schule. Dina, warte. Wir haben echt Glück gehabt. Wir haben richtiges Glück gehabt, Leute. Okay, wir haben alles gelootet. Außer die Gegner hier noch. Die können wir noch looten. Jetzt haben wir eine Pumpgun, Alter. Jetzt sollen die mal kommen. Ich werde den allen die Fresse wegblasen. Sofort alle hier runterkommen! Mehr von denen. Woher kamen diese Schüsse? Weiß nicht. Durchsuch den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Nee. Ich bleibe hier. Okay. Ah, super. Genau da, wo keiner mehr steht. Super. Scheiße, hinter! Ich glaube, das kam aus der Richtung! Scheiße! Verreck! Eindringling! Pumpgun-Schuss in die Fresse! Hier! In die Fresse! In die Fresse! Und du kriegst direkt von vorn. Wo? Hier ist noch irgendwo einer am Liegen! Wo? Wo? Du bist tot! Double Penetration. Zwei mit einem Schuss geholt. Alter, wie die Köpfe und alles wegfliegen. Ich hab's gesagt. Ich schwör, das sind richtig viele. Verdammte Scheiße. Deshalb müssen wir auch unbedingt looten. Boah, dicker Grill, Alter. Was ist das für ein fetter Grill? Anders dick der Grill. Oh mein Gott, Alter. Das war einfach der eine, dem Ellie das Gesicht aufgeschnitten hat. Krank. Wir brauchen aber diese scheiß Abby, ey. Boah, die wird so leiden, ne? Die werden wir nicht direkt umbringen. Ich würde das auch nicht direkt. Ich würde die nicht direkt umbringen. Ich würde die so leiden lassen. Ich würde die irgendwo anschnüren und alles mit der anstellen. Alles Mögliche. Lieber nochmal ein Leben nehmen. Davon haben wir nicht mehr so viel. Ich finde das nice, dass das Spiel nicht so easy ist, Alter. Dass man hier wirklich auch mal, auch mal verrecken kann und so. Aber Schwierigkeit haben wir auf normal eingestellt. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Okay. Aber diese Story von dem Spiel ist zu krass, ne? Die lassen einen erstmal diese Abby spielen, die dann am Ende Joel umbringt. Ey, das ist einfach geisteskrank, was die sich da einfallen lassen haben. Nicht, dass sie irgendwo wieder fallen sind. Okay, Munition haben wir schon mal. Oh, oh. Scheiße. Hallo? Wo ist Adrians Patrouille? Hey, ihr zwei! Der Eindringling ist weg! Hast du was gesehen? Nein! Sicher, dass da. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße. Schuld dir einfach jetzt, scheiß drauf. Boah, ist knapp. Wie kommt sie da runter? Ist man. Nein! Hier! Oh shit, Alter! Oh oh, fuck! Puh! Ruhig bleiben! Ellie ist so präzise, ne? Oder bin ich so präzise?
Das ist jetzt die Frage. Wer ist präzise? Guck mal jetzt. Bam. 1, 2, 3. So. Was? Der ist überlebt? Okay, ist auch keine krasse Waffe, die wir haben. Aber der braucht nur einen Kick, der ist weg. Du hast eh keine Kraft mehr. Hier, ich sag ein Messer. Oha. Danke, Dina. Uns ist Dina gerade gut geholfen. Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Okay, weiter geht's. Puh. Boah. Aber krank, wie viele hier sind, ne? Aber die Falle war von denen echt heftig, Mann. Deshalb, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich habe mich auch voll erschrocken gehabt. Oh, oh. Ja, Dina schubst mich einfach rein, danke. Ist das eine Action hier, ne? Ich habe erstmal gedacht, vom Dach, das wäre Tommy. Aber Dina war das. Ich frage mich aber, wie die sich befreit hat in dem Moment, ne? Hoffentlich ist erstmal ein bisschen Ruhe jetzt hier. Das sind aber schon extrem viele. Was ist denn, habt ihr gehört? Sie hat auch den Namen, oder der eine hat den Namen Isaac gesagt. Von dem haben wir einige Briefe gelesen gehabt auf dem Weg, ne? Wisst ihr das noch? Nehmen wir alles mit hier. Steht hier drauf. Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück, bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Ach du Scheiße. Das hört sich gar nicht gut an. Ich nehme echt mal lieber hier den Revolver. Angst, dass jetzt irgendwas um die Ecke geschossen kommt, ey. Oh, oh, nicht gut. Es ist viel zu ruhig hier, ne? Wirklich. Viel zu ruhig. Jetzt nach dieser Tür kommt safe irgendwas. Fuck. Verschlossen? Womit? Ah, okay. Versuchen wir's. Scheiße. Na los! Oha, mit Hunden? Ey, ich will jetzt keine Hunde töten, Alter. Komm, wir müssen bitte aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Darüber würde ich sagen. Geschafft! Hier kann doch jetzt keiner sein, oder? Rein theoretisch. Bruder, Tastatur größer als mein Leben. Was ist das denn? Muss doch safe irgendwo noch was liegen, ey. Voll? Okay, dann bevor das voll ist, würde ich sagen, fertigen wir lieber ein bisschen... Ah, können wir nichts anfertigen. Doch, das können wir anfertigen. Zack. Geht auch nicht. Dann können wir hier wieder jetzt safe was mitnehmen. Ja, perfekt. Und das auch. Okay, die Schublade noch auf. Na, ah, wieder diese Karte. Okay, hier haben wir alles. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Ja, die Pillen liegen noch hier. So elektrische Zahnbürste hatten die gehabt damals. Oh mein Gott, ich hab voll so... Uncharted 5 CD. Ah, schade. Okay. Wir schauen mal weiter. Vielleicht haben wir hier noch was drin. Oh mein Gott, da bin ich mich gerade erschrocken. Die Matratze, Alter. Ich habe mich gerade so von der Matratze einfach erschrocken. Okay, hier haben wir übrigens Munition fürs Jagdgewehr. Würde ich sagen, wechseln wir mal. Wir können direkt die Munition hier aufladen. Okay, perfekt. So. Ja, wir sind schon wieder 20 Minuten am Zocken, ne? Ich komme nicht drauf klar. Listerin-Mundspülung! Was? Ich habe nichts gesagt. Sorry. Okay. Jawohl, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig sogar. Wir müssen echt bei dem Spiel so viel wie möglich looten. Weil Munition ist hier sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Hier noch irgendwas? Ne. Okay, müssen wir hier durch. Oh oh. Oh oh, safe kommt jetzt irgendwas, so wie schnell wie die Kamera sich bewegt. Okay, sieht gut aus. Ja.
Sieht gar nicht gut aus. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Okay, Freunde. Holen wir uns Lea. Es geht weiter. Das hat sich gerade angefühlt, als ob ich die Folge schon beende, aber auf keinen Fall. Wir haben gerade zum Glück erst die Hälfte erreicht. Ein dicker Grill. Aber diese Musik ist auch so krass. Die macht so eine heftige Atmosphäre. So diese Musik, ich beschreibe sie mal. Es hört sich so für mich alles an, klar? Dass Joel gestorben ist und sie Rache nehmen. So hört sich das an. Ich dachte schon, das ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Echt Glück gehabt, Tim. Na klar. Das arme Pferd, das tut mir am meisten leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das arme Pferd tut mir das am meisten leid. Und also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Weißt du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Scheißdreck, Bruder, da können auch 100.000 stehen. Wir werden Joel rächen. Zu 100%. Die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an 2 vorbeigekommen. Da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Ja, deshalb müssen wir echt aufpassen. Aber wie riesig das hier ist, ne? Warte mal, wenn wir jetzt die Karte. Wenn wir jetzt gedrückt halten, haben wir die Karte in der Hand? Oder was kommt dann? Ne, ich glaube, die Karte kann sie gar nicht aufmachen gerade. Was ist das für eine scheiß Blutspur hier? Digga, wie viele Wege gibt's denn gerade? Guck mal, wir können ja hier... Alter! Guckt euch das mal an! Da geht's weiter, da geht's weiter. Hier geht's überall weiter. Wo soll ich lang? Ich geh jetzt mal hier lang, komm. Schauen wir erstmal hier rein. Also ich muss wirklich sagen, ich bin extrem, extrem begeistert von der Grafik, ne? Wirklich. Spielbombe, Grafikbombe. Was will man mehr? Mehr geht einfach nicht. Mehr geht nicht. Wirklich. Krank einfach nur. Leckerer Wein. Ah, guck mal, was hier steht. September 2013 ist gerade. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ob das stimmt. Könnte hinkommen eigentlich. Oder? Haben die jemals gesagt, welche Jahreszeit das gerade ist? Ah, guck mal, die Familie hier. Voll süß, das Foto. Das ist sogar ein echtes Foto, oder? Der eine sieht sogar ein bisschen aus wie ich. Ach, geil. Bin ich in Last of Us drin? Schön wär's, ne? Ich hab grad was gehört. Bereit. Habt ihr das gehört? Oh nein, Digga. Oh nein. Das wird zum Horrorspiel. Hast du ihn? Ja. Ja, meins erst. Hier zu Hause, wir alle haben Herzrasen. Oh, dickes Headset. Was sind das denn für Plakate hier, ey? Überall schön umschauen. Dann nehmen wir noch den riesen Baseballschläger mit. Den können wir doch jemandem über den Kopf ziehen. Ein Schlafzimmer haben wir. Da geht's nicht rein. Alter, wie krank das mit dem Blut aussieht, ne? Wirklich geisteskrank einfach nur gemacht. Ich kann mich immer nur wiederholen, ne? Unnormal krank gemacht. Unnormal. So, lass uns mal weiterschauen. Okay. Hier haben wir nichts.
Okay, ich glaube, in dem Haus haben wir jetzt alles gelootet. Lieber gucke ich ein, zwei Mal mehr nach, anstatt zu wenig, Freunde. Ich habe Angst, dass gleich irgendwo was herkommt, ne? Da waren wir auch drin. Lass uns mal vielleicht hier in den Hof gehen. Es gibt so viele Wege. Ey, die müssen das... Ey, Mann, die müssen doch irgendwo mal das abgrenzen, Alter. Ich verliere langsam den Überblick hier. Digga, was zur Hölle ist das hier, Mann? Die haben ja ein eigenes Wohnviertel. Alles haben die gemacht. Oh mein Gott, ich hab was gehört. Waren wir hier schon drin? Nein, oder? Aber ist schon realistisch gemacht, Alter, mit dem Looten und allem Möglichen. Hey, waren wir hier schon drin? Niemals, ne? Das aussieht fast gleich aus. Aber hier sieht man, die haben sich wirklich jedes Haus anders aufgebaut, ne? Jedes Haus... Sieht anders aus, oder? Kommt mir jetzt gerade nur so vor. So, wir haben jetzt aber echt viel zum Looten. Ich mach, glaube ich, auch mal unser Medikit direkt fertig. Vielleicht, naja, das geht noch nicht. Damit wir so viel wie möglich an Vorrat haben. Okay, da haben wir nichts. Lass uns mal nach oben gehen. Ah, da geht's auch nicht nach oben. Okay. Da haben die es hier wenigstens so ein bisschen eingegrenzt. Scheiß, wo kam ich jetzt her, Alter? Okay, es geht aber auch nicht überall rein. Okay, das ist auch gut. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt sind wir hier, wo wir hergekommen sind. Verstehe, verstehe. Wir müssen halt nur erstmal ein bisschen den Überblick verschaffen, bevor es hier weitergeht. Da sind wir hergekommen vorhin. Da geht es safe nicht weiter. Hier rechts. Hier waren wir durch. Da waren wir in dem Haus da drin. Also geht es jetzt quasi hier weiter, ja. Okay. Also nur einen Überblick verschaffen. Und hier wird es weitergehen, in diesem Hotel-Apartment oder was das ist. Ach, Hotel-Apartment. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ja, Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie dumm. Alter, das sieht aus wie echt, ne? Was? Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Deshalb kommen wir jetzt und nehmen Rache. Alter, man fühlt sich wirklich in so einer verlassenen Stadt. Ist das Mädchen vom Zettel? Die. Lea. Lea. War sie die... war sie die mit dem Zopf? Nein. Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Allen Anweisungen von der ist Folge zu leisten. Federal Kollaborateure. Du tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Boah, ich bin ehrlich, ne? Es gibt hier so viele Wege. Tut mir leid, wenn ich mal irgendwas übersehen habe, Leute. Aber manchmal verliert man schon echt leicht den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, bevor wir jetzt hier lang gehen, lass uns mal da oben die Apartments abchecken. Geht das überhaupt? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Es gibt ja wieder so viele Wege, Leute. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Boah, wie viele Wege hier wieder sind, Alter. Geisteskrank. Einfach so ein eigenes Wohnviertel haben die hier. Ich komme halt echt nicht klar, ne? Wir können gefühlt jedes einzelne Haus hier durchsuchen und looten und alles mögliche. Was ist los? Shit. Wir sind einfach Soldaten, oder? Wie ob er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Ach du Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Wo zum Teufel ist das Mädchen? Aha. Sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Scar?
Sie saß auf einem Pferd. Na, dann werden die Skars sie wohl töten. Sag einfach still. Hier sind so viele. Hey, antworte! Oh nein, oh nein. Gesicht Kontakt! Scheiße. Da unten. Jetzt haben sie uns gehört, egal. Okay. Ashley, weiter! Wo sind die hin? Wir müssen jetzt aufpassen, ja? Okay, da hinten. Wo bist du? Wo bist du hin? Oha! Vergiss dich, Alter, du Bitch! Alter! Hör mal! Alter, den Sound, den die danach noch macht, Alter, das ist krank! Ich finde das Atmen mit am krassesten, ohne Scheiß. Oh mein Gott, kennt ihr noch aus Teil 1? Vom DLC? Hier sind wieder diese Masken und so. Heftig. Krass. Erinnert ihr euch noch zurück an Teil 1? Da waren ja auch diese Masken und so. Das ist keine Munition. Aber wo? Da hinten, okay. Shit. Ey, das war hart. Ey, ich komme echt nicht drauf klar, wie riesig das hier ist, ne? Von denen? Nein. Guck mal, überall hier Wäscherei. Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall wo? Hoffentlich nicht. Okay. Oha, er hat sie gesehen, sie hat einfach nachgeladen und ist drüber geklettert, Alter. Beste. Ich versuche jetzt überall zu gucken, so gut es geht, Freunde. Aber ich kann euch leider nicht jedes Haus zeigen. Ich glaube, da kamen wir her. Können ja mal gucken, dass wir vielleicht von rechts nach links durchgehen. Wir sind jetzt bei 32 Minuten. Die Zeit ist am Fliegen, hör mal. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ist nix. Okay. Lass uns mal weitergehen. Puh. Krank, ne? Stellt euch mal vor, GTA mit dieser Grafik. Mit dieser Grafik GTA. Das wäre doch nur zu krank, ne? Ich hoffe einfach nur, dass ich nichts übersehen habe. Nichts Wichtiges, ey. Das wäre schon echt scheiße. Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann schaue ich mir vielleicht im Internet an, was ich übersehen habe oder so. Aber ich will hier wirklich so gut es geht alles mitnehmen. Ja, alles gut. Ich will auch nochmal da lang gehen. Weil da ist ja auch nochmal eine Tankstelle, wo wir nicht waren. Komm mal lieber hier lang, Dina. Tankstelle. Alter, Tankstelle, Ölwechsel. Krank. Safe können wir hier irgendwo gleich unsere Waffe upgraden. An so einer Werkbank. Aha. Was hat der Rille-Peter gesagt? Ich hab's doch gewusst. Und Dina sagt schon hier lang, hier lang. Lass uns safe unsere Waffe noch ein bisschen upgraden. So, was haben wir hier? Zack, zack, nehmen wir alles mit. Da war auch noch was. Unnormal geil, dieses Game. Wirklich unnormal geil, unnormal geil. So, schauen wir, wir haben 184. Ich würde sagen, vielleicht mal den Revolver von Joel. Der hat auf jeden Fall mehr Schaden verdient. So, der macht jetzt mehr Schaden. Okay, perfekt. Dann haben wir noch... was können wir noch machen? Lass uns mal weiter gucken. Hier noch irgendwo. Zu den Käfigen versetzen zu lassen. Mach das nicht, Mann. Bei dem Gestank da kommt dir jedes Essen wieder hoch.
Ja, und Ellie ist ganz normal noch hier. Den Wichsern aufs Maul hauen und man schafft Isaac. Lass mich. Oder was du mit ihnen machen musst, wenn sie anfangen zu heulen. Alles gut. Okay, also Feuerrate. Wir haben ihn jetzt komplett, so gut es geht, aufgerüstet, den Revolver, Freunde. Klar. Jetzt kommt auf den Skar an. Oh, Scheiße. Wo ist der andere Vogel? Hurry! Rückt auf! Oha! Das ist ja langsam wie eine Ente. Oha! Scheiße! Ey! Jetzt kriegst du den neuen Revolver zu spüren, hä? Wie gefällt er dir, hä? Weiter so! Dreck! Halt die Fresse! Oha! Wo kommen die Schüsse her? FBI, open! Guck jetzt! Ja, wo ist sie hin? Ach, geil! Einmal schießen und dann... Oh, oh! Krank, die diese Kämpfe gemacht haben! Heilige Scheiße! Hier geht's wieder komplett ab! Noch mehr? Verdammt, du. Ich noch nie kämpfen sehen. Wie viele haben die dir hinterher geschickt? Zu viele. Ja, wenn Ellie auf 180 ist, hat niemand eine Chance. Niemand. Ellie war schon als kleines Kind so ein Überlebenstier. Ellie hat alles rasiert, alles. Da werden doch wohl ein paar Patrouillengegner keine Probleme für sie machen, oder? Ich hab erstmal gedacht, vielleicht können wir die Tankstelle hochjagen, aber das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Alter, Mann. Man weiß echt nicht, wo man lang gehen soll, ne? Wenn man wenigstens die Karte anschauen könnte, aber ich kann nicht mal die Karte leider anschauen. Aber ich glaube, wir haben hier eigentlich so gut es geht alles abgesucht. Meistens kann man eh nicht in diese ganzen Gebäude rein. Und deshalb sollte das eigentlich hier jetzt schon der richtige Weg sein. Wir sind ja von dort gekommen. Dina wollte vorhin quasi links rum und wir gehen jetzt von der Seite. Okay, da ist nix. So, gehen wir mal weiter. Alter, das ist einfach so ein Basketballplatz, ne? Einfach Riss in der Straße. Wieso sind denn die ganzen Straßen gerissen, frage ich mich. Hier war ja auch kein Erdbeben. Oder? Wir kommen eindringlich. Wir kriegen Besuch. Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Bei Gas weiß man wie. Ja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Warte, zwei mit einem Schuss. Bam. No front, only collateral. Boah, was. Oh, oh, oh. Der Schuss war geisteskrank, oder Chat? Was sagt er? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Ringen. Wenn es sein muss. Okay, hier waren wir ja vorhin auch gewesen, in diesem Cleaner-Laden. Ich glaube, dann kommt jetzt hier die Tankstelle wieder. Ja, okay, gut. Dann war das der Weg, wo Dina lang gehen wollte. Ja, muss ich erstmal wirklich Überblick verschaffen. Das ist echt krass. Also sowas hatte ich echt sehr selten in Spielen, dass man so viele verschiedene Wege hat. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal jetzt hier lang. Boah, der Collateral war gerade echt sexy, Alter. Wirklich. Der war sexy, verdammt. Okay. Boah, es gibt wieder so viel Wege, Alter. Ciao, mein... Oha! Scheiße, pass auf! Wo? Oh mein Gott, Flicker!
Nein! 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 Alter, das war einfach ein Klicker und ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's einfach nicht gecheckt, ey. Freunde, ich würde sagen, das ist eigentlich die perfekte Stelle, weil jetzt haben wir einen Kontrollpunkt, wo wir beim nächsten Mal weitermachen können. Wir sind bei unseren 40 Minuten angekommen und genau hier an dieser Stelle, wo wir in dieses Haus reingehen, machen wir weiter morgen bei der nächsten Folge und erkundschaften weiter Seattle und die Reise nach Lia geht weiter. Wir haben heute auf jeden Fall sehr viel Action erlebt und das Spiel ist einfach bombastisch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder und natürlich auch ein Abo da lassen. Bis dann und ciao.